Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Goodie mit einem weiteren Guide zu Dishonored 2. Und zwar holen wir uns heute alle Sammelobjekte in Akt 1. Ihr seht es oben in der Mitte schon eingeblendet. 3 Stück gibt es hier insgesamt einzusammeln. Wir betreten hier gerade den kaiserlichen Schutzraum und finden dort das erste Objekt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst, das Deko-Objekt. Denn es gibt ja einen Erfolg, eine Trophäe dafür, alle Deko-Objekte mitzunehmen. Und das könnt ihr halt auch nicht über Kapitelauswahl oder ähnliches nachholen, sondern die müsst ihr wirklich direkt in einem kompletten Durchgang mitnehmen allesamt. Deswegen also auf gar keinen Fall das Boot hier vorne im Schutzraum vergessen. Wenn wir dann den Schutzraum verlassen, kommen wir direkt auch gleich zum ersten Gemälde. 2 Stück an der Zahl hier im Level. Wie gesagt, also es geht hier wirklich von der Menge her, ist es im ersten Akt nicht so viel, was es einzusammeln gibt. Da kommt später noch eine ganze Ecke mehr. So, sobald wir dann hier also auf die Straße von Dunwall gehen, finden wir hier das erste Gemälde. Dann geht es ab durch die nächste Tür und ich spule hier einfach mal ein bisschen vor. So, dann machen wir hier den Falkensturz, lernen wir hier kennen im Tutorial mäßig, hauen den ersten Typen um und dann gleich hier vorne links über die Mauer wollen wir rüber. So, schön hier außen lang, damit uns die Wachen auf der Straße nicht sehen. Ab in die Ducke, ja, machen wir hier noch einen coolen Slider. Dann hier reinschleichen, weil drin erwartet euch eine Wache. So, der guckt aber doof in die falsche Richtung. Grund genug, ihm das Messer in die Brust zu rammen und oben drüber, genau, ist Gemälde 2 von 2 und damit Sammelobjekt 3 von 3. Ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch gefallen. Macht auch den Safe hier auf alle Fälle leer. Die Nummer dafür stand ja eben gerade hinterm Gemälde. Bei dem müsst ihr in der 6. Mission auch für eine Trophäe nochmal leer machen. Solltet ihr also auch nicht vergessen, weil auch dafür müsst ihr, wenn, nochmal komplett von vorne beginnen. Ich hoffe, der kleine Guide hat gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder im nächsten Guide. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.